Nach vorne, deswegen müssen wir ihn eigentlich das treffen. Komm. Wunderschön. Ja, driftet immer so ganz leicht. Hey und herzlich willkommen zurück bei World of Warships. Wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben, nämlich bei dem Event von der Azurlane. Wir hatten schon eine Runde mit unserer Heinrich gehabt und wir waren erst ein bisschen verwirrt über das Voice Overlay, aber wir lassen uns davon nicht stören, sondern machen direkt weiter. Ja, das Voice Overlay ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Wie gesagt, das klingt wie ein halber Hentai, was will man da machen? Aber der Joke war es mir wert. Das muss man wirklich so gestehen. Und ich werde den Joke nur öfter bringen. So, Vorhaltezeit. Nachdem sie ein bewegendes Ziel voll, je größere Entfernung. Ja. Binokular, Shift, Zoom und Mausrad, da weiß ich auch schon, okay. Brände und Wassereinbrüche mit R löschen, okay, ja, genau. Torpedoabwurf. Okay. Es geht los. B-Q-Sorkokan, Prinz Heinrich! Minna, yoroshiku! Nani? Ja, wir haben jetzt hier auf jeden Fall uns schon den Turbo geholt. Sehen wir unten hier eine Schiffsschraube. Ich habe schon das, die Fähigkeit freigeschaltet. Wenn wir nicht entdeckt sind, haben wir einen Geschwindigkeitsbonus. Und eben durch dafür auch gesorgt, dass unsere Sachen schneller nachgeladen werden. Unsere Sekundärbatterie hat jetzt eine höhere Angriffsreichweite. Das ist für uns auch ein großer Vorteil. Und wir schauen mal, wie sich das Ganze entwickeln wird. Ich bin immer noch mega gespannt, wie gut dieses Schiff aussieht. Wahnsinn. Einfach richtig gut. Und dieses Horn. Dieses geile Horn. Einfach geil. So, wir sind schon zu Punkt A unterwegs, da sind auch schon unsere Freunde. Punkt C ist wahrscheinlich bald eingenommen. Bei Punkt A sind wir halt nur zu zweit, deswegen müssen wir mal schauen. Die meisten Gegner drehen schon ab. Vielleicht könnte es was werden. So. Ich habe jetzt erstmal die Brandmunition drin gelassen, weil wir einfach eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, Brand zu verursachen. Deswegen bin ich mal gespannt, wie es wird. Unser Freund, er fängt schon an mit dem Erobern, das ist sehr gut. Ah, okay. Da kann man da schon mal einen Treffer erzielen. Nee, ich muss noch mehr vorhalten. Ja, wobei, der war gar nicht so schlecht. Der war echt nicht schlecht. Hey! Mit dir reden wir doch gar nicht. Na warte. Fröschchen. Lass mal kontrollieren. Trifft es? Nee. So, die Sekundärbatterie müsste eigentlich gleich losfeuern. Sehr gut, zwei Treffer. Ein Treffer sogar noch und zwei Ausfälle bewirkt. Geil, einen haben wir schon weg. Alter, da kommt eine richtige Walze. Das sieht gut aus. Und? Knapp daneben. Wir haben es gleich erobert. Sehr gut. Jetzt gleich Rückzug antreten. Verdammt.
Ja, sehr gut. Wir schaukeln das schon. So. Der muss jetzt eigentlich genau da reinfahren. Komm. Yo. Der hat doch gefallen. Der war schön. Gut, wir treten mal Rückzug an. Macht er auch. Wir können trotzdem noch einen mitgeben. Er schießt woanders hin, das ist perfekt für uns. Ah, er fährt gleich schief. So, aber gucken. Wir könnten was werden. Jo, zwei Treffer. Siegesgeheul. Jo, schön. Alles klar. Zwei sind weg, einer von uns leider auch. Aber wir machen schon gut Punkte. Die werden auch gut bedient. Ich muss sagen, dieser Speed-Bonus ist halt so gut. Ich würde sogar fast bei unserem Kumpel eher bleiben, muss ich sagen. So, deswegen gerade nochmal umdrehen und nochmal ran da. Oh, sehr gut. Sehr gut. Da haben wir ihn die Torpedos völlig zerlegt. Dann erstmal hier bei der Insel ran. Da haben wir immer eine Feuerreichweite. Aber nur den einen. Ja, okay. 17,2 Kilometer, 17,1. Über den Berg sehe ich ihn, aber ich würde den Berg treffen, das bringt mir nichts. Wir nutzen gerade mal unseren Bonus aus, weil der ist gerade sehr wichtig für uns. Dass wir einfach mal schön Speed drauf haben. Weil wir haben hier, wenn man unten mal guckt, hier unten, wir haben gerade bis zu 30 Knoten drauf und das ist echt nicht wenig. Da ist unser Freund. Ich würde sagen, gehen wir gleich mal dahin und ärgern ihn ein bisschen. Ach ja. So, wir wurden leider entdeckt. Das heißt, unser Speed-Bonus war jetzt mal. So, er driftet gleich nach vorne. Deswegen müssen wir ihn eigentlich erst treffen. Komm. Wunderschön. Ja, driftet immer so ganz leicht. Wir können daran nachsetzen. Auf geht's. Komm, 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 rein, 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 rein. Ja, der wird was, der wird was. Ah, schade. Schade. Nee. Oder? Doch, doch, da wurde was. So, unser Kumpel ist noch da vorne. Der kreist scheinbar gerade ein bisschen das Flugzeug ein. Der hat sich schon versteckt. Der ist bald außer Reichweite. Ah, da dreht er gerade ab. Schade. Macht schon gut. So, hinter den Felsen bei der Flugzeugträger. Da steuern wir uns genau drauf. Gucken, dass wir da ein bisschen Schaden verursachen. Da ist er. Wir nutzen noch unseren Bonus. Gut, dass wir den haben. Der ist gleich in Feuerreichweite. Ich hoffe, die Torpedos machen ihn nicht vor uns noch kaputt. Aber ich glaube fast schon. Ja. Einer hat getroffen.
Und? Jo, einer hat getroffen, sehr schön. Jetzt könnt ihr mich nicht mehr aufhalten, ich krieg euren Freund. So, die zweite Hauptbatterie will ich haben. Und jetzt rein da. Ist er so schnell? Ich glaube ja, ne? Nee, zu weit vorgehalten. Schade. So stellst du das also vor. Hm? So, Tee zum Reparieren. Jetzt machen wir eine Panzerung genau zu ihm. Schön beidrehen. Und hoffen wir mal, dass jetzt bald mal die Sekundärbatterie mal einsetzt. Weil die brauchen wir langsam mal. Komm. Sehr schön. Zwei Treffer. So. Ja, der sieht gut aus. Gefällt mir. Und noch im Brand gesteckt. Jo, die Wahrscheinlichkeit ist gut. Hat sie aber, glaube ich, gleich gelöscht, ne? Ja. Oh. Jo, geschafft. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, 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 nein. Autsch. Au, 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 au. Oh, das waren zu viele. Das waren viel zu viele. Eieiei. Aber war echt ein gutes Gefecht mit dir, also hat Spaß gemacht. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir gleich in die nächste Runde mit dem nächsten Schiff. So, wieder unser Heimathafen und wir können direkt wieder rein starten scheinbar. Okay. Man muss also nicht mehr warten, bis das Schiff wieder repariert ist. Das ist schön zu wissen. Wir haben auch noch hier ein paar amerikanische Schiffe als Leihgabe bekommen. Die schon ziemlich runtergeschrubbt aussehen. Ich erwarte meine Schiffe frisch und lackiert. Wie klein diese U-Boote sind. Wir haben eigentlich diese... Okay, ist auch nicht mehr so frisch und lackiert, wenn man sich genau mal anschaut. Man sollte die echt nicht aus dem Wasser rausholen. Gut, dann würde ich sagen, Heinrich, auf geht's. Rein ins Gefecht. Also ich muss sagen, im Moment sind die Schüsse, wie ich es erhofft habe, nicht so schwach. Aber dieser Sweet Spot, ne? Dieser kleine Punkt, wo man hinschießen muss, um den Leuten das halbe Leben wegzuknallen, der fehlt mir noch. Der fehlt mir noch, ich hoffe, ich finde den noch. Weil das wäre halt perfekt. Ich hoffe, der Hall hier drin minimiert sich langsam mal, umso näher ich hier ans Mikrofon rankomme. Muss ich mal schauen, dass ich das hier mal wieder auch geregelt kriege. Ich könnte zwar ein paar Teppiche aufhängen an die Wände, was gegen Hall helfen soll. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es wirklich was bringen könnte. So, wir haben keinen... Doch, hier ist noch ein Heinrich. Wir haben einen zweiten Heinrich. Nice. Oh. Geil. Oh, schön. Hübsch. Aber ein kleines Auto ist cool. Richtig hübsch.
Die geben sich echt Mühe bei den Spielen, muss man sagen. So mit so kleinen Miniaturstädten, dass auch noch so Autos rumfahren müssen. Da sind so viele Details in diesen kleinen Städten drin. Einfach nur, dass das lebendiger aussieht. Ups. Hopp. Einfach gerade sagen, schon sehen Lichter da oben aus, aber ja, so sieht es aus halt, ne? Ja, Lichter oben sind jetzt aus. Ah, und da jetzt auch. Okay. Cooles Detail. Lass mal auf die Stelle schießen, die Lichter ausgehen. Trotzdem fahren die Autos weiterhin. Also einfach nicht da aus, mehr nicht. Und kriegen wir sie? Ja. Ja. Und letzten auch noch. Hier daneben und ciao. Das war's. Du brennst ein bisschen, Kollege, hä? Kann das sein? Wird's ein bisschen hot in hier? Genau. So, schauen wir wieder. Also, zwei Kollegen hier, drei hier, ja. Wir haben zwei U-Boote im Gegnerteam. Ich sehe eins. Wir haben hier mal eins verteilt. Wir sind gerade in der Mitte unterwegs. Ich würde es gleich machen wie er. Mich ein bisschen hier in der Seite orientieren. Weil entdeckt wurden wir leider schon. Ich weiß zwar nicht genau von wem. So, U-Boot ist da. Die T-22. Da ist noch was. Cool. Hey, sogar noch getroffen. Das ist einfach mal so ein Schuss ins Blaue eigentlich. Und der brennt lichterloh. Geil. Lass mich doch mal meinen Erfolg, Mann. So, da ist der andere. Da ist der kleine und da ist der andere große. Nicht getroffen, schade. So. Wir machen da mal was hin zur Sicherheit. Ich weiß nicht, wie weit er. Doch, 7,3. Könnte passen von den Torpedos her. Wenn er jetzt gleich da rauskommt, könnten die ihn vielleicht treffen. Ja, sind recht langsam die Torpedos, ne? So. Sehr schön. Wo fährst du hin? Du fährst da runter. Okay. Komm, der sieht gut aus. Yo. Und nochmal. Weil er fährt gerade nicht so schnell. Er fährt recht ruhig. Genau so will ich es haben. Perfekt. Gut. Dann geht's weiter hinten rum. Ich will wissen, wo der Flugzeugträger ist, der gegnerische. Hallo, mein kleiner Freund. Komm, jetzt mit dir.
Dauert aber echt lang, bis die mal hochgehen. Besser, 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 komm. Yo! Nice. Das sieht sehr gut aus, dieses Match. Das sieht richtig gut aus. So. Ich will hinten rumgehen. Der Flugzeugträger muss sich irgendwo hinten verstecken wahrscheinlich. Gehe ich mal stark von aus. Bin mir nicht sicher, aber müsste eigentlich so sein. Zumindest würde ich mich da hinstellen, wenn ich Flugzeugträger wäre. So. Die Torpedowerfer werden platt gemacht. Das ist in Ordnung. Das sind zwei schwere Kreuzer. Ich glaube Schlachtschiffe sogar. Ich weiß nicht mit. Doch mit zwei Strichen durch sind Schlachtschiffe. Oder mit drei. Ja, der ist da hinten. Auf jeden Fall. Safe. Wenn da hinten die Flugzeuge herkommen, ist er da hinten. Das sieht so gut aus, ne? Mit dem Schiff auch. Wahnsinn. Da haben die echt was geschafft mit dem Spiel. Ist schon geil gemacht. Da ist er schon. So. Komm her, mein Süßer. Daneben? Kann nicht sein. Naja, es fängt an mit den Motoren. Jetzt wird er weg. Sehr schön, ich bin... Ja, los, los. Und... Bravo. Hab schon mal schön Schaden verursacht. Weiter, komm, weiter, weiter. Schön viel Schaden. Der andere wartet schon auf ihn, perfekt. Der wird ihn dann gleich mit Torpedos weghauen. Genau, da kommen die Torpedos schon. Ja, das Flugzeugträger ist meistens echt eine leichte Beute. Das ist echt mies. Schade. Ich hätte den letzten Schutz gern gemacht, aber okay. So. Ja, das Spiel ist im Prinzip grundlegend jetzt vorbei. Also im Prinzip haben wir jetzt gewonnen. Der Gegner kann nichts mehr damit machen. Das heißt, ein guter Sieg für uns. Die Prinz Heinrich hat echt ihren Dienst getan. Fand ich super. Ich finde es halt mies, dass unsere Hauptbatterie so eine miese Streuung hat. Aber gut, ist manchmal so. Da kannst du nichts machen. Aber wie gesagt, ich bin für das Schiff echt begeistert. Also das Schiff ist richtig geil. Es hat zwar Manko mit seiner TP. Sind nur 54.000, nur in dem Sinne. Aber Geschwindigkeit passt, Nachladezeit ist ausbaufähig, aber das sind immer halt eben die Schlachtschiffe. Die haben immer eine langsame Nachladezeit.
damit es ein bisschen gebalanced ist. Von daher bin ich komplett zufrieden mit dem Schiff. Also der Kauf war vollkommen in Ordnung. Ich bin nicht enttäuscht worden. Von daher auf jeden Fall eine Zusage. Also wenn ihr Bock auf das Spiel habt oder auf das Schiff auch, gern zugreifen. So, jetzt nochmal einen schönen Last Hit. Der sieht gut aus. Er dreht schon ab, die Sau. Er hat sowieso verloren. Sieg. Victory. Ah, richtig gut. Deswegen, also richtig schön. Hat richtig Spaß gemacht mit dem Schiff. Das soll es mal gewesen sein für die Runde. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann, bis zum nächsten Event oder bis zur nächsten Folge von World of Warships. Bis dann und ciao, ciao.